Hallo, grüß dich. Anja Stieber hier, dein Coach, Mentor und psychologische Expertin in Sachen Veränderungsprozesse, die gewollten und natürlich auch die ungewollten. Das hier ist der Podcast Leben im Wandel, der Podcast für Menschen, die neugierig darauf sind, wie sie den Wandel in der Welt und im eigenen Leben meistern können. Die das, was gerade sichtbar ist, als Impulsgeber sehen und dadurch immer mehr Gestalter werden, damit sie in die beste Zeit ihres Lebens kommen. Es ist dein Weg vom Kopf ins Herz. Erfüllt, glücklich und erfolgreich. In diesem Podcast findest du Gespräche mit interessanten Menschen, Impulse und Gedanken zum Tanken. Viel Spaß hier im Leben im Wandel. Bevor wir mit dem Interview loslegen, wer ist Nadja Krämer? Ich stelle sie mal kurz vor. Seit 20 Jahren begleitet sie Menschen auf dem Weg in ihre vollen Potenziale. Und dabei durfte sie für die größten Weiterbildungsunternehmen der Welt als Eventmanagerin Persönlichkeitsseminare vermarkten und organisieren, überragende Erfolge im Network-Marketing erzielen, ein eigenes Network-Unternehmen gründen und zahlreiche weitere Projekte auf- und ausbauen. Mit dieser Erfahrung bringt sie sich bei jedem Coaching-Kunden zu 100% ein, zur optimalen Lösungsfindung und dem individuellen Weg zur Heilung. Dabei geht es immer darum, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen als oberste Priorität. Als langjährige Schülerin der besten Trainer der Welt und als anerkannte Expertin beim Auf- und Ausbau erfolgreicher Unternehmen und Netzwerke nutzt sie den Turbo der wertvollen und überall vorhandenen Herzenergie und verbindet sie für persönliches und unternehmerisches Wachstum bei Unternehmern und Führungskräften. Als Jobcoach und Partnerkoordinatorin bei Jobfink GmbH in Wismar arbeitet sie mit Menschen, um Hindernisse zu überwinden, mehr Lebensqualität zu erlangen und in eine erfolgreiche Zukunft zu starten. Übrigens ist diese Maßnahme zu 100% gefördert für alle Menschen, die arbeitssuchend oder arbeitslos gemeldet sind, also Arbeitslosengeld 1 oder 2 beziehen. Nadjas Ziel ist es, mit ihrem Lebensprojekt, dem Welt im Neujahreskongress, Menschen, Firmen und Communities miteinander zu verbinden und auch hier die vollen Potenziale und Synergien auszuschöpfen. Denn wir sind alle eins. Starten wir doch einfach. Sehr gerne. Liebe Nadja, schön, dass du da bist. Ich freue mich so, dass du dir Zeit genommen hast, hier mit mir ein Interview zu machen und ja, so ein bisschen mit der Welt zu teilen, was dich so bewegt. So ein bisschen haben wir ja schon durch das Intro erfahren. Was mich interessiert, ist, was steckt hinter mehr Erfolg durch Herzenergie? Hallo liebe Anja, vielen Dank für die Einladung zu deinem wundervollen Podcast-Format. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und vor allen Dingen mit dir diesen Moment zu teilen, diesen Lebensmoment zu teilen. Das freut mich sehr. Ja, was verstehe ich oder was können wir unter mehr Erfolg durch Herzenergie verstehen? Das ist etwas, was mich seit Beginn meiner beruflichen Tätigkeit schon immer bewegt. Ich arbeite schon immer mit Menschen. Ich habe ursprünglich mal Masseurin gelernt und die Menschen kamen zu mir mit körperlichen Schmerzen und haben mir nach der Behandlung gesagt, sie haben goldene Hände, Fräulein. Also damals wurde man noch mit Fräulein angesprochen. Mhm. Und ich spüre so richtig, wie sie mir gut tun. Und das war nicht nur auf der körperlichen Ebene, das war einfach auch, weil ich mit Liebe und mit Herzqualität den Menschen begegnet bin, ihnen zugehört habe und sie konnten in der Zeit, in der sie bei mir in der Behandlung waren, einfach ihr Herz ausschütten und über ihre Sorgen, Nöte, Probleme sprechen. Und die sind dann wirklich ein Stückchen leichter, entspannter und ganzheitlich genesener, sage ich mal, wieder von der Liga aufgestanden. Das war eine gute Ausbildung für meine spätere betriebswirtschaftliche und
oder berufliche Tätigkeit im kaufmännischen Bereich, weil wir sind ja alle Menschen. Und egal in welchem Kontext wir uns treffen, wir begegnen uns immer auf gewissen Ebenen. Und ich möchte Menschen auf Herzebene begegnen. Das mache ich seit über 25 Jahren im beruflichen Zusammenhang und schon immer mein Leben lang in allen Bereichen. Und ich erlebe so eine multidimensionale Begegnung, die einfach tief geht und die dann auch von höchster Qualität und höchstem Erfolg gekrönt ist. Deswegen, wenn wir mehr Herzqualität in unser Leben bringen, haben wir mehr Erfolg, tieferen Erfolg, mehr Verbindung. Es geht mir nicht darum, unbedingt den sofortigen Erfolg in messbaren Größen, sondern die Verbindung, die da ist, herzustellen. Und manchmal ist es ja auch so, dass über zwei Ecken plötzlich ein ganz toller Kontakt entsteht. Und weil ich dem Menschen auf Herzqualität und Ebene begegnet bin, erinnert er sich an mich und sagt, ach, da hat mir die Nadja doch mal was erzählt. Das wäre doch was. Interessant. Also, sag mal, hättest du das damals, als du die erste Erfahrung gemacht hast als Masseurin mit den goldenen Händen, hättest du das damals schon so beschreiben können oder hat sich das entwickelt? Das hätte ich sicherlich so nicht beschreiben können. Das ist ein gewachsener Weg, eine gewachsene, gelebte Erfahrung, die jetzt so aus der Retro-Perspektive beschrieben werden kann und sich ja auch noch verfestigt, vertieft und gewachsen ist. Also ich möchte mal sagen, die Zeit als Masseurin war das ganz frische Bäumchen, das in den Garten gepflanzt wurde und gerade begonnen hat, Wurzeln zu schlagen und auch vielleicht schon ein paar kleine Früchte dran hatte, aber das war alles ein beginnendes Leben, berufliches Leben. Und jetzt ist es schon ein ganz ausgewachsener Stamm mit einem ganz tiefen, mit einer ganz tiefen Verwurzelung in die Erde und schon tollen Früchten, tollen, unterschiedlich veredelten Früchten, die dieser Baum getragen hat. Du bist ja ein gutes Beispiel für Personen, für Frauen, die ihren Herzensweg gegangen sind, die sich wahrscheinlich immer treuer geblieben sind. Vielleicht war das bei dir am Anfang auch nicht so, ne, mit der Treue zu sich selbst. Das durfte sich wahrscheinlich auch erst entwickeln. Trotz allem bist du ein sehr gutes Beispiel dafür, wirklich kraftvoll den eigenen Weg zu gehen. Was gab es da noch für Schlüsselmomente oder Meilensteine, die du mit uns teilen möchtest? Ja, ich habe tatsächlich unglaublich viele Meilensteine in meinem Leben, wenn ich zurückschaue. Manchmal sage ich so im privaten Kontext, im Gespräch, das reicht für drei Leben, was ich alles schon an Meilensteinen erlebt habe. Ja, was hat mich geprägt, was ich in den letzten Jahren ganz deutlich nochmal aufarbeiten durfte, ist meine Adoption von Geburt an. Ich habe einen Prozess im Mutterleib erlebt, der mich sehr geprägt hat, der sehr besonders war. Also der Einstieg ins Leben war besonders und gerade jetzt durch die Coaching-Arbeit der letzten Jahre, insbesondere auch in Verbindung mit Jobfink, habe ich nochmal neu in der Tiefe erkennen dürfen, wie wichtig die Prägung und Konditionierung schon im Mutterleib ist und was da auf unterbewusster Ebene uns mitgegeben wird. Als Geschenk, als Aufgabe, als Seelenaufgabe. Und das ist mal auf jeden Fall die erste Herausforderung meines Lebens gewesen. Und daran arbeite ich bis heute. Das in der Tiefe anzunehmen und umzusetzen für mich als meine Seelenaufgabe, als meinen Lebensweg. Ich habe mich immer mit Menschen verbunden gefühlt. Ich habe als kleines Kind schon gefühlt, dass ich hier auf der Welt bin, um etwas Besonderes mitzugestalten. Ich fühle mich schon immer vorbereitet auf einen Moment, dass irgendjemand zu mir sagt, Nadja, komm, es geht los jetzt. Du wirst jetzt mitgebraucht und ich habe so das Gefühl, dass wir gerade in der Phase sind des Wandels auch im ja universalen Zusammenhang, dass das genau erfordert ist oder erforderlich ist. Und alle meine Erlebnisse meines Lebens haben mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Ich habe mehrere Millionen Businesses aufgebaut. Ich habe
zwei Callcenter aufgebaut. Ich habe im Network Marketing sehr erfolgreich gearbeitet. Ich habe den klassischen Vertrieb von Haus zu Haustür verkauft bis hin zu einem klassischen Vertreternetzwerk. Ich habe das Institut für Trinkwasserbereitung aufgebaut. Immer wieder ganz, ganz tolle Projekte anleiten dürfen. Und was ich jetzt zurzeit erlebe, ist, dass all meine Kontakte, die ich in über 20 Jahren erlebt und kennengelernt habe, wieder zusammenkommen. Also die richtigen Kontakte aus über 20 Jahren finden sich gerade wieder, verbunden mit den neuen Kontakten, die jetzt auch dazukommen. Und das macht mich unglaublich glücklich. Das ist interessant, das höre ich sehr häufig, dass so besonders so Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahr und auch über dieses ganze Jahr hinaus, ja, es sich neue Gemeinschaften gründen, man viel mehr kooperiert, dass Zusammenarbeit, Kooperation auch etwas ist, was dieses Jahr ziemlich konzentriert stattfindet. Und ich merke das tatsächlich jetzt schon in meinem Bereich, ohne dass ich das jetzt bewusst irgendwie anvisiere, merke ich, boah, in meinem Bereich merke ich das jetzt auch, dass da sich was hin zu Community und Kooperationen entwickelt. Co-Creation, genau. Also miteinander Schwarmintelligenz erzeugen und seinen Platz einnehmen in einer Formation. Mhm. Ich habe immer innerlich so dieses Bild des Fischeschwarms, der durchs Wasser gleitet, ganz mühelos, und jeder hat halt mal die Position vorne. Und jeder wird auch an der Stelle gebraucht für das große Ganze. Das finde ich ein sehr schönes Bild für die aktuelle Zeit. Ja, yeah, ja. Yeah. Und was mich sehr geprägt hat, Anja, um mit den Meilensteinen noch zu beantworten, ist, ich habe in den Projekten immer wieder aus unterschiedlichen Gründen erlebt, dass es einen Nullpunkt gab, wieder zurück zum Ausgangspunkt, aus irgendwelchen unterschiedlichen Gründen. Das heißt, ich durfte in meinem Leben sehr viel loslassen üben, und ich durfte in meinem Leben auch sehr viel neu beginnen und durchstarten und neu beginnen. Also ich würde mich dadurch jetzt als Expertin im Durchstarten und im Aufbau bezeichnen, was ja auch in der aktuellen Phase ein ganz spannendes, gerne ganz spannende Fähigkeit ist, weil viele gerade auch das gerade brauchen, neu beginnen zu können oder durchzustarten, weil eben alte Muster und alte Strategien nicht mehr funktionieren. Das heißt, das Leben hat dich zu einem Entrepreneur quasi erzogen. Ein Entrepreneur ist ja jemand, der das Interesse hat, etwas Neues aufzubauen, Pionier zu sein, Risiken einzugehen. Und immer dann, wenn es läuft, verkaufen sie zum Beispiel das Unternehmen, was sie gegründet haben. Oder sie machen sich auf zu anderen Ufern. So hört sich das bei dir auch an. Genau, ja. So in der Art kann man sich das vorstellen. Mhm. Und das mit dem Auf zu neuen Ufern passt ja ganz gut zu meinem Logo. Mhm. Da ist ja das Schiff im Mond zu sehen, und das steht auch für Auf zu neuen Ufern, genau. Sehr schön. Und neue Ufern hast du im Moment auch. Du bist im Moment in Südamerika. Genau. Ja, geschäftlich. Magst du davon ein bisschen was erzählen? Ja, ich habe immer wieder in den letzten Jahren Menschen getroffen, die mich gefragt haben, wie sie ihre Vertriebsprozesse strukturieren sollen, was sie beachten mögen, von der ersten Grundstrategie hin bis zum Start der Vermarktung. Da durfte ich schon einige Firmen begleiten auf dem Weg bis zum Start, bis zum Echtstart in den Markt. Und da habe ich jetzt hier auch gerade wieder ein Projekt, was ich in der Vorphase begleiten darf. Und das macht mir sehr viel Freude. Sehr spannend. Kann ich jetzt noch nicht so viel drüber erzählen, aber da kommen wir dann nochmal drauf zu sprechen. Ja, es weist aber auch so ein bisschen auf das hin, was in deinem Logo da oben zu lesen ist, Welt in Neu. Was steckt denn dahinter? Ja, ich durfte im letzten Jahr
wirklich mich damit beschäftigen, warum ich immer wieder hinter der Bühne andere Marken und andere Unternehmen vorangebracht habe und selbst immer hinterm Vorhang gearbeitet habe. Und da hat mir sehr auch der Wegweiser vom Human Design geholfen. Im letzten Sommer habe ich mehrfach Human Design Trainer und Experten kennengelernt und dann plötzlich hatte ich meine eigene Auswertung vor mir liegen. Und das hat mich so richtig geflasht nochmal. Also ich spüre seit vielen Jahren in mir, dass ich mein eigenes Ding machen sollte. Ich glaube, das geht auch dem einen oder anderen so, der das jetzt gerade anschaut. Und dann lese ich das schwarz auf weiß in dem Human Design Profil, dass ich geboren bin, um etwas Größeres mit zu erschaffen. Und dass ich einfach Netzwerkerin bin, was ich ja im Prinzip schon immer weiß. Aber das so zu lesen als Profil, so hieb- und stichfest, so haargenau passend, hat bei mir nochmal so einen Tritt in den Hintern erzeugt. Und ich habe gesagt, okay, jetzt ist die Zeit für dein Ding. Und ich kann mit Menschen zusammenarbeiten und trotzdem mein Ding machen. Und deswegen ist Welt in Neu entstanden als Online-Kongress. Als Möglichkeit, dass Experten sich positionieren, wir gemeinsam miteinander arbeiten und trotzdem es halt mein Bereich ist, für den ich verantwortlich bin und in dem ich für meine Person als Mensch hier einfach stehe im Leben. Okay, wie muss ich mir das vorstellen, dass sich Menschen bei dir vorstellen, dass sie ihre Konzepte vorstellen, vielleicht, dass über bestimmte aktuelle Themen gesprochen wird? Wie muss ich mir so einen Kongress vorstellen? Ja, also es ist der erste Jahreskongress, der meines Wissens nach in Deutschland so in diesem Format läuft. Es sind die Mondphasen, die eine Rolle spielen. Wir brauchen also keinen Kalender mehr für diesen Kongress. Immer zum Neumond gibt es Interviews mit Experten, wie zum Beispiel die Anja Stieber zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und viele andere tolle Menschen. Im Februar, also dann kommt der Vollmond. Zum Vollmond treffen wir uns zum Stammtisch. Es ist auch eine Online-Community, wo wir uns austauschen und auch Fragen beantworten. Für mich steht der Neumond immer für Neubeginn, für Veränderung, für Transformation, deswegen neue Impulse. Und 14 Tage später zum Vollmond gibt es dann Reflexionen, nochmal Zusammenschluss, Feedback geben, um miteinander einfach sich auszutauschen. Also wir brauchen keinen Kalender mehr, wir gehen wieder zurück zu den Mondphasen, schauen in den Himmel und zum Neumond gibt es den Kongress und zum Vollmond gibt es einen Stammtisch. Und das das ganze Jahr durch, im ganz natürlichen Rhythmus, wie unser weiblicher Zyklus auch läuft, wie die Platten auf den Schildkröten. Die Schildkröte hat 28 kleine Platten auf ihrem Rücken oder wie es sich überall in der Natur widerspiegelt. So ist es der Kongress gedacht. Und alles Themen für die neue Zeit, Persönlichkeitsentwicklung, Gründerwissen, transformatives Wissen, Vernetzungswissen, innovatives, also alles, was wir brauchen, um für die neue Zeit gerüstet zu sein. Die Menschen sind herzverlesen von mir. Alle, die mit mir in Herzresonanz gehen, die für die neue Zeit auch Brückenbauer sind, die habe ich handverlesen persönlich ausgewählt und gesagt und eingeladen, ob sie mitmachen möchten. Und jeder Experte bringt sich mit einem Geschenk und mit einem Workshop ein, sodass die Themen, die besonders interessant sind, auch vertieft werden können. Sehr schön. Ist Welt in Neu weiblich? Das ist eine ganz schwierige Frage in der heutigen Zeit. Ich denke, die Energie des neuen Zeitalters ist grundsätzlich weiblicher. Also wir gehen in eine weibliche Kraft oder befinden uns schon in einer Welt, in der die weibliche Kraft sehr unterstützend ist. Wir haben das männliche Zeitalter hinter uns und jetzt sind wir im Übergang. Insofern, aber ich möchte grundsätzlich eine All-Eins-Energie einladen zur All-Eins-Energie. Also die Frage nach Schwarz oder Weiß, nach Hell oder Dunkel, nach Tag oder Nacht oder eben nach Mann oder Frau,
möchte ich eher dazu einladen, wie das Yin-Yang-Symbol das Ganze darin zu sehen. Und das ist für mich Welt in Neu. Welt in Neu ist ein All-Eins, in dem du allein auch stehen kannst, in deiner Selbstermächtigung, aber trotzdem in allem dich spiegelst und wiederfinden kannst. Also die Antwort ist, es hat schon eine gewisse Schwingung, die Weiblichkeit in der aktuellen Zeit, aber verbunden im All-Eins. Okay. Es ist ja auch so, dass wir denken ja oft, ne, beim Weiblichen denken wir direkt an Frau, dass Frau ja nicht nur weibliche Energien nutzt, sondern auch ihre männlichen Energien nutzt und auch braucht. Absolut. Und von daher ist es sicherlich gut zu lernen, wann wir was wie einsetzen. Und wenn wir in unserem Herzen sind, dann brauchen wir darüber gar nicht nachzudenken, weil es sich Genau. einfach so ergibt, wie es gerade gebraucht wird für alle Beteiligten. Ich möchte den Menschen Mut machen, in ihre Ursprungsenergie zu gehen, was auch immer die ist. Und wir reflektieren uns ja mit dem im dualen System sozusagen, in der Dualität mit dem Pendant, mit dem Gegenpol. Nur dadurch können wir ja wahrnehmen, was und wer wir sind. Wir verbringen allerdings schon sehr viel Zeit, viele, viele Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte damit, dass das ein bisschen sich verkehrt und verdreht und die klare männliche Energie nicht mehr nur klar männlich ist oder die klare weibliche Energie nicht mehr nur klar weiblich. Das habe ich selber auch ganz stark erlebt in meiner Zeit, als ich in der IT gearbeitet habe. Ich habe 7 Jahre als Vertriebsleitung in einem IT-Unternehmen gearbeitet, in der absoluten Männerdomäne. Und ich habe das gar nicht so währenddessen gemerkt. Das war so dann halt im Lauf, aber als ich da rausgegangen bin, als diese berufliche Phase abgeschlossen war, habe ich mich gefühlt wie ein Roboter, wie ein Mann in Frauenkleidern. Und ich habe das dann auch mal messen lassen. Ein ganz lieben Freund von mir, der hatte da so ein Bioscan-Gerät und da war 80% meiner Energie männlich. Also ich war schon fast so ein bisschen zu einem Mann mutiert von der Energie. Und es hat mich dann wirklich auch Training, Übung und Zeit gekostet und gebraucht, das wieder mehr in Balance zu bringen. Und das war ein wundervolles Gefühl der Transformation, wieder meine Weiblichkeit zu spüren und die auch wieder leben zu können. Und das kann ich nur jedem empfehlen, jedem Mann und jeder Frau, diese Ursprungsenergie wieder, ja, sich damit zu beschäftigen und sich da wieder reinzufühlen. Das ist wie eine Neugeburt. Ja, da fällt mir folgende Situation ein. Ich coache Führungskräfte in ganz unterschiedlichen Ebenen bis zum Vorstand schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich kann mich an ein Gespräch erinnern mit einer Führungskraft, der sein Team neu aufgestellt hat und wollte ein gutes Mix zwischen Männer und Frauen. Er wollte männliche und weibliche Führungskräfte und sagte, das Schlimmste, was ihm passieren kann, ist, wenn die Frauen sich anfangen, an die Männer anzupassen und er dann nur noch Männer im Team hat. Genau. Weil er wollte genau diesen Mix, ja, dass sich daraus eben eine gute Symphonie, möchte ich mal sagen, entwickelt, wo alle gut miteinander arbeiten und erfolgreich sein können. Genau, das ist auch nur ein Bild oder ein Beispiel, eine Metapher für grundsätzlich weg von der Ursprungsenergie. Also weiblich-männlich ist ein Teil. Es gibt auch andere Aspekte im Leben, wo wir uns nicht mehr in der Ursprungsenergie befinden und entfernt haben von dem, was wir eigentlich sind. Und auch da ist es wundervoll hinzufühlen, auf allen Ebenen, Körper, Geist und Seele, wieder sich in diese göttliche Ordnung zu begeben. Ich glaube, das ist auch unsere kollektive Aufgabe gerade, das zu tun und sich mit den Richtigen da zu verbinden, weil dann wird es einfach leichter.
Ja, ich glaube es auch, weil im Bereich der traumatherapeutischen Arbeit, die ein Bestandteil ist von meiner Arbeit, merke ich das auch. Also je mehr Trauma, je mehr Überlebensstrategie. Und oftmals habe ich so das Gefühl, dass viele Überlebensstrategien männlich sind, weil sie sowas Kämpferisches haben, sowas Widerstandleistendes, um sich zu schützen, beziehungsweise den traumatisierten Anteil in uns zu schützen. Und im Laufe des Lebens machen wir alle unsere Erfahrungen mit den kleinen oder größeren Traumen, die ja uns mehr oder weniger durchs Leben navigieren, aber nicht unbedingt durch unser Herz, durch unsere Herzensqualitäten, sondern durch kämpferische Kompetenzen. Und das darf sich alles lösen. Da, wo Liebe fehlt, kann ein Konflikt erst wachsen. Und deswegen auch hier die wundervolle Brücke zur Herzenergie, wenn wir in unserer Liebe sind und wir fangen mal damit an, uns selbst zu lieben, das ist mal der erste Schritt, dann, wenn das jeder wäre in seiner Selbstliebe, dann gäbe es keinen Konflikt, keinen Krieg mehr. Und ich bin dann eher so, dass ich sage, ich bewundere Menschen wie Gandhi, die einfach aus dem Frieden heraus ihre Ergebnisse erzielt haben. Du hast in unserem Gespräch, bevor wir das Interview gestartet haben, darüber gesprochen, dass jeder Mensch sein Potenzial entfalten soll. Und dass es dir so wichtig ist, dass Menschen in der Lage sein sollen, ihr eigenes Leben zu leben, weil sie dadurch die besten Ergebnisse erzielen können. Magst du das mal so ein bisschen beschreiben, was für dich dahinter steckt? Ja, sehr gerne. Also das ist mir wirklich eine sehr, sehr große Herzensangelegenheit, dass Menschen in ihre Potenziale gelangen. Ich habe eine Fähigkeit, dass ich von Kindheit an Menschen begegne und die förmlich die beste Version und die Potenziale erkennen kann, sehen kann und spüren kann. Und das hat mich schon immer stark beeindruckt, wenn ich diese größte Variante, diese größte Version, diese optimale, perfekte Version betrachtet habe. Da bin ich voller Ehrfurcht, manchmal erstarrt und habe festgestellt, dass manche Menschen selbst, viele Menschen selbst diese Version von sich nicht sehen können, weil sie abgedeckt sind von Glaubenssätzen, wie du jetzt auch gesagt hast, Traumata und verschiedene ja, Erlebnisse, die da einfach Blockaden aufgebaut haben. Ich denke mir, was hätten wir für eine Welt, wenn jeder Mensch seine Potenziale ausschöpfen würde und in seiner Genialität leben würde oder auf dem Weg dahin, mit dem Fokus darauf, das beschäftigt mich seit über 20 Jahren und es begeistert mich. Und ich trage jeden Tag ein Stückchen dazu bei, Menschen daran zu erinnern, ihre Potenziale zu leben, die Schatztruhe ihres Lebens zu öffnen und zu entdecken, was ist da ihre Botschaft für die Welt und zwar in ihrer Originalität. Also mir tut es unglaublich weh, wenn ich Menschen begegne, die mir wie ein Abzugsbild von jemandem vorkommen, wie eine Kopie von jemandem, den sie mal kennengelernt haben und für gut befunden haben oder für sehr gut, für kopierenswert. Und ich denke mir, ja, das ist nett, aber wo bist du? Was ist deine Originalität? Was bist du und wo ist deine Botschaft? Ja. Du sagst da was ganz Wichtiges, gell? Also ich kann mich erinnern, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mir natürlich auch so meine Role Models rausgesucht und wollte dann auch so sein und war dann tatsächlich eine Kopie. Und habe durch diese Kopie Leute angezogen, die gar nicht so zu mir gepasst haben. Das heißt, ich konnte denen gar nicht so helfen. Und ich bin so froh und glücklich, dass ich das weitestgehend ablegen konnte. Ja, und dadurch immer authentischer geworden bin, dass auch genau die Leute zu mir kommen, die ich mit meinem Herzen anziehe, weil ich denen wirklich am allermeisten helfen kann.
Und ich glaube, das ist auch das, was du meinst. Wenn wir wirklich bei uns sind und authentisch sind, dann können wir in Begegnungen wirklich hilfreich sein. Als Kopie ist es viel zu anstrengend. Also ich fand das sehr anstrengend. Absolut, natürlich. Wir sind in dem Moment nicht in unserer ureigenen Energie. Das heißt auch nicht, dass ich deswegen mich abkapseln muss und mich von anderen Energien, Menschen und Philosophien, Missionen, Visionen komplett abtrennen muss. Gar nicht. Es ist immer in dem Bewusstsein zu leben, in meiner eigenen Kraft zu sein und das für mich eben abzugleichen, was für mich passt. Und nicht etwas ungefiltert einfach anzunehmen. Es ist immer eine Aufgabe des bewussten Durchlebens des Lebens und des Seins. Das ist es für mich. Und natürlich erstmal des Herausfindens. Was ist denn wirklich meine Originalität? Und das kann auch sich im Laufe des Lebens ändern. Auch hier kann ein Reifegrad geschehen, der wieder gewisse Dinge anzupassen fordert. Das ist völlig in Ordnung. Wichtig ist, dass ich es einfach bewusst mache und mit mir in tiefer Abstimmung und Einigkeit mich befinde. Genau, das heißt ja auch nicht, dass wir nicht voneinander lernen können und dass wir vielleicht über eine gewisse Zeit einen Lehrer haben, der uns bestimmte Dinge vermittelt, aber dass es so einen Zeitpunkt gibt, wo wir uns von dem Lehrer lösen. Und vielleicht aus dem Gelernten was Eigenes herausentwickeln. Wir alle sind Lehrer für uns. Jeder ist, also für mich ist jeder Mensch, dem ich begegne, ein Lehrer. Und ich bin in Person morgens, wenn ich aufstehe, Schüler des Lebens, Schülerin des Lebens. Und jedem, den ich begegne, ob ich den schon lange kenne oder neu kennenlerne, ist für mich ein Lehrer. Und die Möglichkeit, Geschenke zu empfangen, mich auszutauschen, zu lernen und es abzugleichen mit meinem System. Nur so entsteht Wachstum und Reife. Das ist wie, ich suche immer Bilder in der Natur, in denen ich das so ein bisschen greifen kann oder mir bildlich darstellen kann, wie eine Pflanze durch Regen, durch Nährstoffe aus der Umwelt wachsen und gedeihen kann. Das ist ja auch nicht der ureigene Stoff schon in der Pflanze drin, sondern es kommen von außen Impulse, die die Pflanze reifen lassen. Und so sind für mich Begegnungen im Leben. Wichtig ist nur, dass ich für mich das abgrenzen kann und sagen kann, ja, das ist meins oder nein, das ist nicht stimmig für mich. Ja, dieses sich abgrenzen voneinander oder bei sich selbst ankommen oder so wissen, was mein Ding ist. Das ist ja für viele interessant, aber noch sehr abstrakt. Was wären denn deine Empfehlungen aus deiner Erfahrung heraus? Wie können so die ersten Schritte sein, dass ich wirklich mich selber mit meinem Potenzial erkenne? Wie kann ich das machen? Ja, so ich habe die feste Überzeugung, dass wir alles in uns tragen, was wir brauchen, um erfolgreich zu sein, um erfolgreich unsere göttliche Struktur einzunehmen und die Genialität zu leben. Und ich kann jedem nur zurufen, schmeiß den Fernseher aus dem Fenster und bau den Radio aus oder das Radio aus. In Franken, wo ich herkomme, sagt man den Radio. meditiere, fokussiere dich auf dich selbst, auf dein Innen, auf deine innere Stimme, lerne deine innere Stimme zu hören und zu fühlen und dich mit dir selbst zu unterhalten. Wir sind so aufs Außen fokussiert und trainiert, dass wir tausende von Impulsen pro Tag von außen bekommen, dass wir die innere Stimme, ja, dass die manchmal verstummt ist. Bei mir war sie zeitweise verstummt. Ich habe sie gar nicht mehr zu Wort kommen lassen. Und einfach uns antrainiert haben, uns aufs Außen zu fokussieren. Wenn wir das reduzieren, mal leise schalten und durch Meditation, durch Ruhe, durch Besinnung auf uns, in uns hineinspüren, die Verbindung zwischen Kopf und Herz trainieren und auch erlernen. Das kann auch, gibt es tolle Übungen dazu, auch bei mir im Kongress von tollen Menschen. Dann kommt das wieder zutage, dann tritt das hervor. Es ist sowieso alles da.
Es ist das Außen wie das Innen gleichzeitig da. Es ist immer vorhanden. Es ist nur die Frage, worauf wir uns fokussieren und was wir betrachten. Das heißt, wenn ich die innere Arbeit mache, ist wahrscheinlich auch deine Erfahrung, sind die frühen Morgenstunden hervorragend geeignet, mich hinzusetzen, zu meditieren und nach innen zu fragen, was ist heute wichtig? Ja, also die Uhrzeit ist dafür gar nicht entscheidend. Das ist eine schöne Zeit, weil es ja auch die Energie des Neubeginns des Tages ist, damit zu starten. Es kann aber auch genauso am Nachmittag oder am Abend sein. Also die Uhrzeit ist gar nicht so entscheidend. Es ist entscheidend, sich darauf zu fokussieren und es zu trainieren, wie das Einatmen und das Ausatmen beides einfach da sein darf. Ja, genau. Das wäre die innere Arbeit und die äußere Arbeit, um den Kreis wieder zu schließen zu deinem neuen Projekt, wäre Welt in Neu, bei Welt in Neu mitzumachen und die Inhalte mitzuerleben und von allen, die da mitwirken, ja, was lernen, was erfahren, gemeinsam üben, genau. Ich habe das Glück und das wundervolle Geschenk, dieses Jahr mit 117 Menschen, mindestens 117 Menschen zu sprechen, die in ihrem Bereich Experten sind, Spezialisten, viele, viele Jahre sich mit ihrer Thematik beschäftigt haben und das weitergeben. Jeder Experte hat ein Geschenk dabei und bietet einen vertiefenden Workshop an. Es gibt die Möglichkeit für jeden Einzelnen, sich mit einzuklinken. Wir leben gelebte Community. Wir verknüpfen uns in einer neuen Plattform, in einem neuen Community-System, das deutsche Technik zugrunde liegt. Also unsere Daten gehen nicht über den Teich, bleiben in Deutschland und bleiben in unserem persönlichen Eigentum. Und jeder ist eingeladen, seinen Platz da einzunehmen, mitzugestalten, sich zu den Stammtischen mit einzuwählen und ja, auch seine Themen mit auf den Tisch zu bringen. Wir verbinden uns zu einem großen Ganzen, zu einer Herzenscommunity und lernen, uns bereit zu machen für die neue Welt. Das klingt gut. Das heißt, es gibt eine Plattform, wo ich mich einloggen kann, wo ich Teil dieser gesamten Community sein kann, die Interviews hören kann, die Geschenke bekomme, bei den Workshops mitmachen kann und ja, habe dort direkt die Möglichkeit, mich dann wahrscheinlich auch über Chatfunktionen oder so auszutauschen. Ist das so zu verstehen? Genau. Also man kann ein eigenes Profil erstellen. Man kann dort Beiträge wie in Facebook verfassen. Man kann eigene Gruppen gründen zu seinen eigenen Themen. Man kann die Gruppen von Welt in Neu besuchen oder auch von anderen Anbietern. Es ist im Prinzip so ähnlich wie Facebook. Wir haben eine eigene Konferenzplattform. Wir brauchen dann kein Zoom mehr und auch ein eigenes Shopsystem. Jeder kann auch seine Angebote da einstellen. Es ist also ein multidimensionaler Marktplatz mit Welt in Neu als Teil der Plattform, der ich dort auch begegnen kann. Den Menschen aus Welt in Neu kann ich dort begegnen. Cool, das klingt sehr interessant. Ja, und für die Hörer und Zuschauer, wie finde ich dich jetzt, wenn ich sage, hey, ich möchte da mitmachen, ich möchte mir das anschauen, ich möchte die Interviews sehen, hören. Wie geht's weiter? Ja, meldet euch an, geht auf welt-in-neu.de oder welt-in-neu.com. Beide Seiten funktionieren. Meldet euch an und immer zum passenden Monat gibt es die Registrierung zu dem einzelnen Kongressthema das ganze Jahr hindurch. Und wer Lust hat, noch mehr und noch tiefer dabei zu sein, kann sich auch für das ganze Jahr freischalten lassen und auch Workshops buchen und so weiter. Da einfach auf mich zukommen und dann erkläre ich sehr gerne das Konzept. Ich suche auch Affiliate-Partner. Also wer Lust hat, hier als Affiliate-Partner mitzuwirken, herzliche Einladung, kommt gerne auch auf mich zu. Ich habe auch ein ganz tolles Modell mit drin für den Energieausgleich, um sich zu verbinden. Sehr schön. Liebe Nadja,
Herzlichen Dank für diese tollen Informationen. Herzlichen Dank für dein Wirken und dein Sein. Wenn du magst, würde ich dir gerne das letzte Wort übergeben und dann unser Interview schließen. Vielen Dank, liebe Anja. Ja, ich danke dir für die Einladung und für deine wundervolle Gesprächsführung, deine sehr angenehme Stimme. Ich habe es dir im Interview schon gesagt, ich mag deine Stimme unglaublich gerne. Die ist für mich Beruhigung, Meditation. Ja, ich möchte euch gerne, die ihr hier das Video schaut, wenn du jetzt gerade dieses Video schaust, sagen, danke, dass du dir dieses Video angeschaut hast und nimm dir Zeit für dich, nimm dir Zeit in deine Genialität, in deine Potenziale zu fühlen und tu das, was du von Herzen gerne tust, zu jedem Moment, im Moment, in dem du jetzt gerade bist, immer da, wo du gerade halt auch bist. Mehr, das Leben ist eine Aneinanderreihung von glücklichen Momenten des Jetzt. Sehr schön. Und wir schließen mit einem glücklichen Moment zusammen mit dir, die du gerade zugeschaut hast. Mit Nadja, mir. Macht's gut. Tschüss. Hey, schön, dass du bis zum Ende dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like von dir. Wenn du auf YouTube bist, dann gib mir doch einen Daumen hoch. Und wenn du Lust hast auf weitere Folgen und möchtest frühzeitig informiert werden, dann ja, abonniere doch ganz einfach meinen Kanal. Wenn du irgendwelche Gedanken mit mir teilen möchtest, dann lade ich dich ein, mir eine E-Mail zu schreiben unter info@anja-maria-stieber.de. Wir sehen und hören uns. Tschüss!